Pienzer Gratwanderung. Das war meine Alternative, nachdem Stefan verletzt ausgefallen ist am Pollux. Und deshalb ging es für mich erstmal eine Runde wandern. Das Problem, was ich hatte, ist, ich hatte keine Ausrüstung fürs Wandern dabei. Ich hatte meine Hochtourenausrüstung dabei und die ist nicht gerade geeignet für einen Grat. Aus dem Grund habe ich mir in Brienz, wo ich auch übernachtet habe, nochmal kurz im Sportgeschäft die Ausrüstung fürs Trailrunning gekauft. Ich wollte den Grat im Trailrunning-Stil absolvieren. Dafür habe ich mir quasi Trailrunning-Schuhe gekauft, Sporthose, einen kleinen Trinkrucksack und das war es dann eigentlich schon. Ich hatte mich auch vorher entschieden, keine schwere Ausrüstung mitzunehmen, das heißt, ich habe auf meine Stöcke verzichtet, hatte 1,5 Liter Wasser dabei, einen Apfel, Bananen und ein paar Riegel und los ging das Ganze, weil ich einfach so schnell und leicht wie möglich durchkommen wollte. Los ging es dann direkt von der Bahn. Ausschilderung, alles relativ eindeutig und dann folgt man einfach wirklich dem Grat. Schwierigkeit ist quasi T5, sehr schwierig als Wanderweg, ist quasi auch ein alpiner Wanderweg, auch so gekennzeichnet. Und Voraussetzungen dafür sind ganz klar Trittsicherheit, auch genügend Kraft für so eine lange Tour, genügend Know-how, wie man in gewissen Situationen umgeht. Teilweise waren auch Stellen mit Drahtseilen gesichert, um die ein bisschen zu entschärfen, aber in den Stellen habe ich nicht gefilmt. Highlight bei der ganzen Wanderung ist natürlich die Aussicht. Man kann immer auf den Brienzer See runterblicken, man kann, wenn das Wetter gut ist, und das war bei mir so, rüberschauen zum Mönch, Jungfrau und Eiger. Besseres Panorama gibt es einfach nicht. Gestartet bin ich wirklich im Trailrunning-Stil, das heißt, ich bin wirklich schnell gelaufen, so schnell es ging. Irgendwann hat mich aber die Kraft verlassen, so bin ich dann im schnellen Wanderstil weitergegangen. Ein Punkt, den man beachten muss, ist definitiv das Trinken. Da würde ich sagen, waren die 1,5 Liter für die lange Tour und bei den Temperaturen, die ich hatte, fast eigentlich zu wenig. Mir ist das Trinken dann auch irgendwann ausgegangen. War es für mich jetzt nicht so ganz dramatisch, aber man muss sich auch bewusst sein, dass man es zwischenzeitlich nicht auffüllen kann. Und so habe ich dann an der Harderkulm, an der Bahnstation, dann einiges trinken müssen, weil es wirklich dann auch warm war. Und das muss man auf jeden Fall fürs nächste Mal beachten. Gefilmt habe ich die ganze Tour mit meinem DJI Osmo Pocket. Dazu wird dann auch noch ein ausführlicher Blogartikel kommen. Ist quasi ein kleiner Kameragimbal, der gerade die Ruckelbewegungen ausgleicht, weil die Kamera quasi gehalten wird. Super angenehm, überhaupt kein großes Gewicht und ich finde die Aufnahmen sprechen wirklich auch für sich. Das Schöne auch bei der Tour für mich persönlich war, ich konnte schon mein Ziel für die nächsten Tage sehen. Ich hatte dann darauf auch schon den Eiger geplant über den Mittellegigrad. Von daher konnte man sich schon mal die Bedingungen da vor Ort anschauen und konnte sich schon mal vorfreuen auf die nächste Tour. Der Grat war aufgrund seiner Schwierigkeit, auch obwohl das Wetter so gut war, kaum begangen. Kann natürlich jetzt auch mit den Corona-Umständen zu tun haben, aber an sich super angenehm zu gehen, weil kaum etwas los war.
Ich selbst war mit Trailrunning-Schuhen unterwegs. Die Schuhe gehen quasi nur bis zum Knöchel und nicht über den Knöchel. Das heißt, umknicken sollte man dann tunlichst vermeiden, weil es dann auch fatale Folgen haben kann. Das Schöne bei der Gratwanderung ist, dass man wirklich viele einzelne kleine Gipfel überschreitet, auch teilweise mit Gipfelkreuz ausgestattet, so auch immer wieder Pausen machen kann und die Aussicht genießen kann. Die Zeit sollte man sich auf jeden Fall nehmen. Die Tour ist mit 7,5 Stunden angesetzt. Ich habe knapp über 5,5 gebraucht, weil ich sehr schnell unterwegs war, aber die 7,5 ist im normalen Tempo durchaus realistisch. Alles war trocken, Fels, Wiese, was es natürlich auch nochmal deutlich angenehmer macht und so konnte man die Tour genießen. Wem würde ich die Tour empfehlen? Die Tour ist wirklich für ambitionierte Wanderer, die man auf einen Grat wollen. Ist auch, finde ich, ein gutes Training, auch später für Schnee und gerade bei Hochtouren, weil der Anspruch an sich der gleiche ist. Man muss damit klarkommen, dass es links und rechts deutlich runtergeht und so kann man dafür schon mal üben. Das heißt, hier kannst du schon mal üben, längere Touren zu gehen, weil von der Dauer her 7,5 Stunden ist als Wanderung auch schon lang. Im Schwierigkeitsgrad T5, was wirklich das oberste Schwierigkeitsgrad im Alpinwandern mit ist. Und du kannst lernen, wie gehst du am Grat um. Und du hast so ein, zwei kleine Kraxeleienstellen dabei. Von daher ist das nur was für ambitionierte Wanderer, die schon erfahren sind in den Bergen. Ich bin quasi auch wieder mit der Bahn runtergefahren und dann in Interlaken rausgekommen. Und da aus dann ganz gemütlich mit dem Zug wieder zurück nach Brienz. Alles überhaupt kein Problem. Kann man auf jeden Fall super machen. Super schöne Tour gewesen.